Achso, okay. Riecht? Alter, riecht. Bist du irgendwie doof? Es riecht! Alter. Wieso? Ist doch in Ordnung. Nein, nein, das soll... Also ich hab's auch nicht verstanden. Nein, jemand fängt einen Satz an, zum Beispiel so von wegen, es war einmal ein kleiner Lümmel. Ja, dann muss Christian das weiterführen. Der hat das und das gemacht und dann das. Ja, der hat das und das gemacht und dann das. Ach, ihr habt einfach keine Fantasie, ihr seid einfach kein... Du hast keine Idee, welche Geschichte du erzählen sollst und sagst zu uns, wir hätten keine Fantasie. Ja, genau das sag ich. Ich brauche jetzt Erde. Sag mal, hatten Weizensamen einen bestimmten Namen oder hießen die einfach nur noch Seeds? Die heißt nur noch Seeds. Ja cool, dann kann ich ja eben ein bisschen Weizen sehen gehen. Ha! Ich hab mein erstes Tier gefarmt. Alter. Ich hab eben 20 Kühe abgeschlachtet. Am Arsch! Na, das war noch dumm von mir. Als einer kurz vom Verhungern ist, kann er zu mir kommen. Ja, bitte! Was hast du denn? Kuhfleisch. Ach so, ja, eins hab ich auch noch, das hab ich Peter aus der Truhe abgezogen. Na klar. das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Schöne Kuh, das. Warte halt, ich geb dir was. Komm. Was machst du denn da, Peter? Baust du gerade den Stall? Ja. Peter, was hast du schon für Tiere? Noch gar keine. Ich bin noch nicht so weit wie du. Ja, das kannst du fressen. Alter, willst du dich verarschen? Ich will kein Gammelfleisch fressen. Tschüss, mein Leute. Ne. Wann hat's denn den letzten Döner? Boah, ich hatte, als ich das letzte Mal in Kevlar war, also um Weihnachten rum, da habe ich vom Friedenseck so einen geilen, so eine türkische Pizza gegessen, die war richtig geil. Ja, also wenn irgendjemand mal Gießen besuchen sollte, da gibt's keine guten Döner. Alles scheiße. Wow, danke Christian. Ja, okay. Du hast mir sogar zwei gegeben. Ja. Geile Sache. Christian ist voll der Gönner, ey. Warum müsst ihr mich denn immer töten? Ja, das ist ja nur Peter, das Arschloch. Das Arschloch. Peter ist halt voll der Sadist. Oh ne, da bin ich weg, lol. Ich hatte ein Disco. Also, Warte, du gehst in eine Disco? Wann? Oh, ja. So, wie jetzt... war denn halt jetzt mit eurer schwulen Geschichte hier? Peter, kannst du jetzt mal voran? Der Server ist voll. Was ist voll? Der Server ist voll. Alles voll. Ah ne, warte, Communication Error kann sein. Hä? What? Ich muss das Spiel immer neu starten. Du bist jetzt geleftet übrigens. Ah, sehr schön. Kann ich jetzt wieder joinen. Hey, lol, wo bin ich denn hier? Ach, das ist dunkel, deswegen. Cool, bei mir wächst schon das erste Gras. Juhu! Ey, wie macht man denn nochmal die Fences? Die Stäbchen und dann zwei Dreier rein unten. Just sticky. Ah ja, vielen Dank. Bitteschön, Peter. Das ist so nett, kann ich sein. Ja, du musst mich die ganze Zeit immer töten. Du weißt schon, dass ich dir 10 Kohle geliehen habe. Ja, die kannst du gerne wieder haben, ey, du Schwanzlutscher. Ja, dann gib mir die mal bitte wieder. Das war ein Scherz, Peter, ich brauch die noch. War mir klar. So, ich brauch jetzt Erde, damit ich hier anpflanzen kann. Ja. Das Problem habe ich nämlich auch mit der Erde. Ich habe mein komplettes Haus kaputt gemacht, ihr dummen Peniskinder, ey. Das steht doch noch ganz normal, was willst du eigentlich? Ja, aber ich habe meine ganzen Scheiben kaputt geschlagen. Voll die Vandalisten, ey. Vandalisten? Ja, ist mein erfundenes Wort. Aber geil. Du bist ein Vandalist. Da stehe ich auch zu. Und ich bin stolz. Wow. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Es ist geil. Was wollte ich denn jetzt überhaupt hier? Ja, das ist ja nachts, ich kann ja nichts machen. Ja, aber kann ich ja nicht machen. Außerdem ist hier nur Sand um uns herum. Ich will nicht in die Luft gesprengt werden. Oh, ja, oh. Da kann man sich natürlich auch nicht lassen. Oh. Das hat gut getan. Ich brauche Peter, darf ich eigentlich Erde. Die Erde mal haben von dir? Nee, ich brauche selber Erde. Ich würde die gerne nehmen. Jetzt habe ich voll Hunger auf Apfeltasche. Ja, von McDonald's oder was? Nee, von Jay. Eine Apfeltasche von mir? Warum willst du von mir eine Apfeltasche? Weil du gerade eine gemacht hast. Hä?
Ja, indem du geschnüffelt hast. Hä? Oh, ist das denn Gold? Lol, was soll das sein? Ach, das ist Eisen? Lol. Alter, nein! Du blödes Huhn, jetzt spring nicht in die Lava! Lol. Nichts passiert! Alter, das blöde Huhn! Jawohl. Cool, ich hab hier Eisen. Alter, das Huhn wäre gerade fast in die Lava gesprungen. Oh, Christian, wenn du Eisen hast, kannst du da mal einen Eimer draus machen und mir helfen, den Acker zu bauen? Der kriegt doch nichts alleine geschissen, der Junge. Also für Eisen brauchst du denn? Du brauchst du da 4 Eisen für oder so? Nee, 3. 3 für einen Eimer. Ja, gut, komm. Nein, ich will das jetzt nicht von dir haben. Ich dachte nur, du hättest mir deinen Eimer mal ausgeben. Ja, ich mach einen Eimer. Du bist bestimmt nicht so egoistisch wie Dennis, der mir seinen Hammer nicht leiht. Bla, bla. Ja, genau. Jay, ich brauch mal ein bisschen Kohle von dir. Jetzt denk nicht, dass ich mir hier alles zusammenschnorren will. Ja, eigentlich will ich Kohle klauen? Ich das. Geh mal in deine Truhe und tu das Glas hier rein. So. Eigentlich ist das ja voll der Minecraft-Fehler, sich beim Minen nach unten zu buddeln, wa? Ist ein bisschen tricky, ja. Ja, ich hab das Gefühl, ich mache es nämlich gerade und ich hab das Gefühl, dass es könnte böse enden. Bitte. Na, jetzt habe ich mich nach unten gebuddelt und natürlich keine Leiter mit nach oben genommen. Das ist natürlich jetzt mal super intelligent gewesen. Was kommt, ihr Scheißviecher? Hallo, hier. Ich habe leckeres Weizen für euch. Oh mein Gott. Was braucht man denn nochmal für ein Bett? Bitte, Holz und Wolle braucht man, ja genau. Oh, bitte geh kaputt. Fick dich, Jay. Bitte geh kaputt. Schade. Was ist das denn hier? Also, juhu, Peter hat's geschafft. Am Arsch, Jay, am Arsch. Alter, diese scheiß Hühner und diese scheiß Kuh will nichts fressen. Jetzt kommt endlich her. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, Leitern machen. Ich hab schon fast kein Holz mehr, ey. Alter. Hier, Wiedersehen macht Freude. Was hast du denn da? Geil, ein Eimer, juhu. Boah, Christian ist voll der mega Gönner, ey. Peter, du bist ein egoistisches Arschloch. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ja, du leist einem nie was. Du behauptest immer, ich würde aus deinen Truhen klauen. Das ich hab dir auch keine Kohle geliehen, oder was? Heidi leiht sich die ganze Zeit von sämtlichen Leuten, was? Du bist so ein Arschloch, Peter, du leist einem nie was. Ich leide jetzt echt nicht mehr, nix mehr. Doch, lass mal sehen, wie du auskommst. Nein, komm, sei mal nicht so scheiße. So, jetzt gibt erstmal eine Eisenpickaxe. Alter, du scheiß Huhn, jetzt komm her rein! In meinen Arsch! Alter. Peter, ich bin übrigens dafür, dass wir nicht mehr so viel Fäkalhumor in unseren Videos bringen. Ja, ich bin hier offen. Ich auch nicht. Ja, sehr gut. Da sind wir uns ja alle einig. Ja. Boah, fick. Nein! Johnny geht grad out! Alter! Da hab ich gerade Zombie von hinten geschlagen. Läuft gut, sagst du? Wir könnten aber versuchen, 5 Minuten lang kein einziges Schimpfwort zu benutzen. Hardy, oh, scheiße, verloren. Ja, der war jetzt aber nicht so lustig. Peter hat immer einen gemacht. Naja, das war aber eher so mitleidsmäßig. Gib's zu, Peter. Oh. Ups. Bitte, was? Ich hab kurz aufgestoßen. Achso. Darf ich das auf dem Fleisch essen? Das rotten Fleisch aus den Niederlanden. Ja, das sind Frikandeln. Ja, genau, das sind Frikandeln. Oh, jetzt bin ich vergiftet. Ja. Frikandeln sind trotzdem so geil. Bock auf Frikandeln jetzt. Ja, da muss erstmal reichen. Ich hab noch Pizzabrötchen. Hammergeil. Komm. Jawohl. Jay, ich glaube, ich bräuchte sogar Hilfe von dir. Warum? Weil ich noch nicht so hundertprozentig weiß, wie ich das grüne Gras zu mir reinkriegen kann. Das wirtschaftlichste wäre einfach kurz Gras bis zu dir zu legen. Tja, dann, oder da vorne an dem Wasserding, wie du das machen willst, wird der halt schneller angeblich erscheinen soll. Moment, welches Wasserding meinst du? Vor dir ist Wasser. Vor mir ist Wasser? Der sind. Sag mal, wir sind doch auf. Unsere Häuser stehen doch auf der Höhe 68, ne? Los, komm her. Ja. Ist das nicht. Das ist doch krass. Nice. Ich
Ich weiß nicht, ob ja, das hoch ist. 0 ist ganz unten, ne? Glaube ich. Was? Nee. Nicht? Moment, ich habe noch die Tabelle. Wo man was findet. Moment, man kann jetzt mit dem... Ach ja, wir spielen noch auf 1-0. Man kann ja mit dem 1-1 kann man jetzt die Schafe wieder... Die Wolle, bei den Schafen die Wolle wieder nachwachsen lassen. Scheiß. Geht halt in 1-1? 1-1 macht, ja, nicht, macht einige, nicht. Mal, einige Probleme auch normal und der Server funktioniert halt noch nicht auf 1-1. Ja, ja, aber nicht mehr da, 1-0 geht halt noch nicht mit der Wolle, oder wie? Nee. Nee. Ja, dann haben geschorene Schafe keine Daseinsberechtigung. Exakt. Das wächst aber nach. Nicht. Mittlerweile. Boah, Alter. Warte, boah, darf ich Hardy töten? Ich hab grad nicht zugehört, das tut mir leid. Was denn? Was hältst du lustig da dran? Verdammte Scheiße. Das ist einfach der größte Vollmongo, den es gibt. Alter. Ja, was denn? Aus nix. Alles super, Adi. Ja, ein bisschen. Ja, ich bin hier so schön am Meinen und dann mache ich mir so Gedanken. Wie weit buddelt ihr eigentlich am Anfang nach unten? Keine Ahnung. Nach Gefühl. Bis ich auf die erste Höhle gestoßen bin. Zumindest war das jetzt gerade bei mir der Fall. Ne, ich schlag jetzt so Schneisen hier. Ja, Hardy, du bist noch ein bisschen rein unter mir. Guck mal nach, keine Ahnung wohin. Müsste mich eigentlich sehen. Okay, das war nice. Und ich buddel die ganze Zeit im Kreis. Doll, ich hör dich abbauen. Richtig, oh. Komm, wir suchen, guck mal, ob wir uns treffen hier. Wo bist du doch? Wo bist du denn jetzt? Da? Warte, wenn ich jetzt so mache? Du bist jetzt genau cool über mir. Aber nice, ist das ja. Ja, nice. Hallo Christian. Wenn wir jetzt noch eine Treppe bauen müssen, also wenn du Wasser brauchst, oh Jay, dann kannst du das von mir holen, ne? Oh mein Gott, der hat mich ja. Ja, ist kein Problem, Peter. Ja, so klappt das nicht. Doch, klar. Lol, sorry. Das ist schon ein endliches Ding. Ach gemacht. Stimmt, wir haben ja auch versucht. Hast du mir das jetzt hier... Was ist das? Gesagt, ich darf mir das holen. Ja, aber jetzt komme ich ja nicht mehr da hoch. Warte mal. Vor allem brauche ich gleich erstmal wieder eine Spitzhacke. Ey, Mann, ich habe jetzt hier nichts gefunden. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, geil, Eisen. Sehr gut. Oh, eine Eisenader. Meins. Das ist noch ein Enderman. Meins. Oh Gott, die gibt's ja aber oft. Meins. Hammer nice, das hat sich gelohnt. Also bin ich in der richtigen Tiefe, wenn hier Eisen ist. Das ist auch schon mal super. Bei mir war direkt unterm Haus Eisen. Ja, du bist doch ein Lacker. Ja, dann hätte ja. Lacker. Ich bin ein Creeper, der so dumm rumsteht. Der mich hoffentlich nicht sieht, während ich abbaue. Peter, habe ich ja nicht mal noch diese hübschen. Lol. Identity. Alter, ich krieg diesen Satz nicht zustande. Diese Werkzeuge machen jetzt mittlerweile auch Geräusche, wenn die kaputt gehen, wa? Ja. Boah, voll cool. Das gab's aber schon beim letzten Mal, Hardy, als wir auch Minecraft gespielt haben. Nee, kann man eigentlich Werkzeug reparieren? Ja. Nee. Ja? Du brauchst zweimal das gleiche. Ja, kann man. Zweimal das gleiche, was? Zweimal das gleiche Werkzeug. Dann addiert ja, sich die Wirkung. Also nicht. Also zwei kaputte sollte man dann zusammentun, oder wie? Ja, aber dann kriegst du keine komplett neue, sondern halt nur die beiden. Wie nennt man sie denn? Lebensbalken. Ja, genau, so. Diese Haltbarkeitsbalken ja, zusammengerechnet. Genau. Also bringt halt nichts, wenn ich eine fast kaputte mit einer vollen kombiniere. Nee, das auf keinen Fall. Nice! Da hinten ist schon eine bergige Landschaft, da müssen wir später hin. Ich dachte, wir bleiben jetzt hier und machen jetzt ungefähr 25.000 Folgen das gleiche. Ich dachte, das war der Plan von der Season 5. Der war das gleiche machen. Moment, Season 5 hat einen Plan?
Nein. Wie sieht der aus? Auf jeden Fall hat keinen Plan. Das ist der Vierjahresplan.